Ich danke dir für die tolle Kindheit, die wir alle haben durften. Ihr seid wunderbare Weggefährten, auch auf hoher See. Danke. Und Matthias, ich halte das Mikrofon, dann kannst du nicht beides überreichen und sprechen. Also wir verbinden ja immer den Preis mit einem Preisgeld. Wir haben hier 15.000 Euro und der Preisträger, Wolf, muss entscheiden, wer das Geld bekommt. Muss natürlich Kindern zugutekommen und er hat sich drei Projekte überlegt und das kannst du ja schnell vielleicht erklären. Will ich gern machen, aber ich glaube, ihr könnt euch auch wieder setzen. Ich finde es so wunderbar, kommt im Moment kaum glauben, dass hier dieses Theater so zu den Kinderliedern steht und zu dem, was übers Leben vielleicht auch erwachsene Lieder geworden sind. Vielleicht singen wir gleich alle zusammen, ich schaff das schon, ich schaff das schon. Passt gut zu den Schlitzohren. Aber das ist eine ganz großzügige Spende. Ich gebe die gern weiter. Es kommen immer mal wieder Anträge bei mir an, auch bei meiner Stiftung Kinder brauchen Musik, für die wir nicht ganz die Mittel haben. Und dann brauchen wir Verstärkung von außen. Ein Antrag zum Beispiel kam aus Palästina. Im Umfeld von Bethlehem gibt es Flüchtlingsdörfer. Und dort möchte man den Kindern mit Musik, Instrumenten und richtig qualifiziertem Musikunterricht wieder Hoffnung geben, Zusammenhalt und vor allem positives Denken. Das Modell ist in Venezuela sehr, sehr erfolgreich. Seit vielen Jahren El Sistema heißt es. Und man kann tatsächlich Kindern in diesen Notsituationen helfen, über Musik stärker zu werden, weniger aggressiv, konstruktiv für ihre Gemeinschaft. Das fördern wir mit einem Teil dieser Summe. Dann gibt es in Deutschland, in Lebach, in Saarland, eine Blindenschule. Und diese Blindenschule erarbeitet regelmäßig Musicals mit Kindern, die sehen können, sehbehindert sind, blind sind. Und diese Musicals sind ganz wunderbar. Und eines davon handelt sogar von dem Erfinder der Blindenschrift, von Louis Braille. Und es hat mich so beeindruckt, dass ich gesagt habe, dieses Musical sollte in Deutschland an möglichst vielen Schulen aufgeführt werden und damit das Wissen um dieses Leben mit Sehbehinderung oder Blindheit und mit dieser wunderbaren Schrift zu verbreiten. Und ich möchte der Schule helfen, das Material zu erstellen und es auch in die entsprechende Kreise zu bringen. Und das dritte Projekt ist sehr weit weg in Malawi, einem der ärmsten Länder in Afrika. Da gibt es einen Verein aus Gelnhausen in Hessen, der dort einen Kindergarten eingerichtet hat, eine Schule, eine Kinderklinik, Brunnen gebaut hat, damit die Kinder und ihre Familien dort ein bisschen gesünder, besser leben können. Und man denkt an so einfache Dinge kaum. Das Letzte, was sie gemacht haben und noch weitermachen müssen, sind Moskitonetze. Denn Malaria ist eine der schlimmsten Krankheiten in dieser Region, die auch immer wieder Kinder befällt. Und ich glaube, das Geld geht in diese Richtung und ich werde überall auch, vielleicht nicht persönlich anreisen, obwohl ich es gern würde, aber immer nachfassen, was macht ihr damit? Nehmt ihr das Geld wirklich für den Zweck in die Hand, den die Schlitzohren sich wünschen? Und da könnt ihr euch, glaube ich, sehr drauf verlassen. Das Platin-Schlitzohr 2018 für Rolf Zukowski. Noch hinzuzufügen, eine kleine Anekdote. Er war beim letzten Mal dabei, als die Hauptversammlung von uns stattfand, wo wir das Geld verteilen. Da haben wir Geld verteilt und sein Antrag wurde auch genehmigt. Als er aber sah, dass es noch dringendere Fälle gab, hat er gesagt, kommt, das zahle ich aus meiner eigenen Tasche. Ihr könnt das Geld, was ihr mir zugedacht habt, könnt ihr für andere Dinge verwenden. Ich mache das alleine. So ist er. Wir bitten immer einen Künstler, etwas zu entwerfen, worauf wir keinen Einfluss haben. Wir geben nur den Namen und kein Thema vor. Wir haben in Hamburg einen Chirurgen, einen Italiener, der seine Arbeit als Chirurg aufgegeben hat und nur mit Schrott arbeitet. Wirklich Sachen, wenn man in der Werkstatt ist, glaubt man gar nicht, was es gibt. Daraus macht er Kunstwerke. Und er hat, ohne dass ich Einfluss genommen habe, einfach nur, ich habe gesagt, was machen, er hat den Tabaluga gemacht. Aus einer Schaufel und einem Rest einer Gitarre. Und ich fand das eigentlich eine super, super Idee.
die darf ich dir jetzt überreichen. Roberto Spadoni Ensemble. Rolf, wir würden dir den Preis kurzfristig abnehmen, damit du die Hände für die Gitarre hast. Oh, das mache ich sehr gerne. Ja. Und Tabaluga ist irgendwo mein Baby, aber es sind viele daran beteiligt. Und ich freue mich sehr, dass wir mit Ich wollte nie erwachsen sein den Abend eröffnen konnten. Und ich freue mich noch mehr, dass ich jetzt, wo ich die Ehrung hinter mir habe, mein Jackett ausziehen kann. Also ihr seid ja sehr textsicher in der Weihnachtsbäckerei. Erstaunlich im September. Es gibt Lieder, die singt man wahrscheinlich ein paar tausend Mal in Deutschland jeden Tag. Eins davon ist, glaube ich, sehr, sehr ermutigend für die, die glauben, ich bin eigentlich gar nicht so wichtig. Und umso mehr hören wir gerne, wenn diese Kinder mit diesem Lied sagen, ich bin ja doch glücklich. Vielleicht sogar wichtig. Wie schön, dass du geboren bist. Wir hätten dich sonst sehr vermisst. Wie schön, dass wir beisammen sind. Wir gratulieren dir, Geburtstagskind. Hat heute jemand zufällig Geburtstag hier? Ja. Darf ich einmal darauf gucken? Ich habe eine Strophe für dich. Wieder ein Jahr älter, nimm es nicht zu schwer. Denn am Älterwerden änderst du nichts mehr. Zähle deine Jahre und denk stets daran. Sie sind wie ein Schatz, den dir keiner nehmen kann. Sie sind wie ein Schatz, den dir keiner nehmen kann. Jetzt habe ich gar nicht gesehen, wie alt du bist. Passte der Text so einigermaßen? Man darf den singen ab 30. Und es gibt Kinder, die singen ihren Eltern abends das Lied vor. Der Mama singen sie vor. Wie schön, dass du mich geboren hast. Sonst hätte ich diesen Tag verpasst. Was singen sie dem Papa vor? Wie schön, dass du geholfen hast. Das war doch sicher keine Last, oder? Ja, Kindern Freude machen, Kindern Mut machen, Kinder stabil machen, das ist mir immer ganz, ganz wichtig gewesen. Und ich wurde auch hier auf dem Schiff öfter mal gefragt, welches denn wohl mein erfolgreichstes Lied war. Ich habe mir gedacht, wo ist der Maßstab? Vielleicht ist die Weihnachtsbäckerei das bekannteste. Vielleicht ist aber dies hier das erfolgreichste, weil es das wichtigste ist. Ich schaff das schon, ich schaff das schon, ich schaff das ganz alleine. Ich komm bestimmt auch wieder auf die Beine. Ich brauch dazu vielleicht eine Menge Kraft. Doch ich hab immerhin schon ganz was anderes geschafft. Wie klingt das denn mit uns allen zusammen? Ich schaff das schon, ich schaff das schon, ich schaff das ganz alleine. Ich komm bestimmt auch wieder auf die Beine. Ich brauch dazu vielleicht eine Menge Kraft. Doch ich hab immerhin schon ganz was anderes geschafft. Jawohl! Starke Mädchen haben nicht nur schöne Augen. Starke Mädchen haben Fantasie und Mut. Starke Mädchen wissen selbst, wozu sie taugen. Starke Mädchen kennen ihre Chancen gut. Starke Jungs, die können nicht nur Muskeln zeigen. Starke Jungs, die zeigen Köpfchen und Gefühl. Starke Jungs wollen ihre Meinung nicht verschweigen. Starke Jungs, die kommen lächelnd an ihr Ziel. Starke Kinder halten felsenfest zusammen. Pech und Schwefel, die sind gar nichts gegen sie.
Ihren Rücken lassen sie sich nicht verbiegen. Starke Kinder, die zwingt keiner in die Knie. Starke Kinder haben Kraft, um sich zu wehren. Und sie sehen dir frei und ehrlich ins Gesicht. Starke Kinder wollen nur die Wahrheit hören. Und so leicht betrügt man starke Kinder nicht. Und so leicht betrügt man starke Kinder nicht. Tja, die starken Kinder können auch nicht immer einfach nur brav und lieb und nett sein. Dann sind es gar keine echten Kinder. Und ihr wisst ja, es gibt noch echte Kinder. Na, das Lied kennt ihr, glaube ich, alle, oder? Ihr wart ja alle mal echte Kinder, nehme ich mal an. Wenn ich so sehe, was in den Heavy-Metal-Hard-Rock-Konzerten hier abgeht, dann würde ich sagen, das habe ich in meinen Kinderkonzerten so noch nicht erlebt. Also irgendwo seid ihr in eurem Herzen sicher ein Kind geblieben und hoffentlich noch lange fit und munter. Aber eins seid ihr ganz bestimmt rund um die Schlitz und geht's gar nicht anders. Das Lied Wir Optimisten, das passt heute wirklich so gut wie ganz selten. Und ich freue mich, wenn Peter Keller mit mir zusammen diesen Song spielt. Und es gibt eine ganz kleine Zeile, die könnt ihr sofort mitsingen. Heißt Wir Optimisten, wenn ihr optimistisch genug seid, was ich euch sehr wünsche. Könnten wir mit Kindern leben, ihnen Zukunft geben, wenn wir bei Nacht nichts von der Sonne wüssten? Achtung, wir Optimisten, es geht nach vorn und nicht zurück. Wir brauchen Mut, wir brauchen Glück, wir Optimisten. Wir haben diese Welt nicht abgeschrieben und stecken unseren Kopf nicht in den Sand. Wir fühlen, dass wir unsere Kinder lieben und geben ihre Zukunft nicht so einfach aus der Hand. Wie könnten wir mit Kindern leben, ihnen Zukunft geben, wenn wir bei Nacht nichts von der Sonne wüssten? Wir Optimisten, es geht nach vorn und nicht zurück. Wir brauchen Mut, wir brauchen Glück, wir Optimisten. Wir singen nicht das Lied der letzten Tage, solang ein Funken Hoffnung in uns ist. Das Handtuch werfen kommt noch nicht in Frage, denn wir sind auf der Erde nicht die Letzten, wie ihr wisst. Wie könnten wir mit Kindern leben, ihnen Zukunft geben, wenn wir bei Nacht nichts von der Sonne wüssten? Wir Optimisten, wir leben mit den ungelösten Fragen, den Zweifeln, die man nicht so leicht vergisst. Und doch, wir werden unseren Kindern sagen, dass jeder neue Morgen auch ein neuer Anfang ist. Wie könnten wir mit Kindern leben, ihnen Zukunft geben, wenn wir bei Nacht nichts von der Sonne wüssten? Wir Optimisten, es geht nach vorn und nicht zurück. Wir brauchen Mut, wir brauchen Glück, wir Optimisten. Wir Optimisten. Peter Keller und unser neues Platin-Schlitzohr, Rolf Zukowski. Dankeschön. Danke, Matthias.
dem ganzen Schlitzohr-Team und euch allen. Vor allem, wenn ihr jetzt vielleicht zu uns gehört, weil ihr sagt, jetzt wollen wir auch da dabei sein. Wie war das mit, kann man heute sagen, ich kann Mitglied werden oder muss man da? Heute, morgen, jeden Tag. Aber also, heute hier auch schon. Dann gehören wir noch mehr zusammen. Wäre schön. Danke. Und morgen übrigens um 19 Uhr ist er im Kids Club. Hier, um 19 Uhr. Und ihr wisst ja selber, für die Kids von heute ist er der Ed Sheeran. Ja, wenn ihr eure Kinder an Bord habt, kommt, seid gern dabei. Vielleicht singen wir alle zusammen ein paar Lieder, die heute nicht dran kamen. Die Jahresuhr zum Beispiel, Stups der kleine Osterhase. Alles, was ihr wollt. Ich heule gleich, oder? Ich heule gleich. Ich komme dann morgen auch hin. Vielen Dank, alles Gute. Toll, dass du da bist.